Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein ganz herzliches Willkommen hier in Reutlingen, ein ganz herzliches Willkommen hier in der Volkshochschule, ein ganz herzliches Willkommen zu diesem besonderen Abend hier in diesem Saal. Der Abend ist allein schon deswegen besonders, weil wir mal wieder analog in Präsenz zusammen sein können. Das war ja nicht so häufig der Fall in den letzten Wochen. Wer weiß, wie lange es noch möglich ist. Die Corona-Vorschriften ändern sich ja alle paar Tage. Aber jedenfalls freue ich mich heute auf diesen Abend, der nicht nur deswegen besonders ist, weil wir analog zusammen sind, sondern weil wir einen ganz besonderen Gast haben, eine ganz besondere Referentin, eine Ausnahmejournalistin. Sie hat Geschichte studiert, sie hat Slawistik studiert, sie hat promoviert, sie war die Moskau-Korrespondentin der ARD, auch Moderatorin der ARD. Sie ist Professorin für Journalismus, Publizistin und vieles, vieles mehr. Sie hat unfassbar viele Journalistenpreise gewonnen, darunter auch den Adolf-Grimme-Preis, den ich immer besonders gern erwähne, weil er der Preis der Volkshochschulen ist. Sie hat auch andere Preise und sie hat das Bundesverdienstkreuz und die Puschkin-Medaille. Die Liste der Auszeichnungen und Preise ist nahezu endlos. Abendfüllendes Programm wäre das für sich. Sie war die erste deutsche Journalistin, die Michail Gorbatschow interviewen durfte. Gorbatschow wurde im März 90 Jahre alt und Sie und Gorbatschow kennen sich gut. Gorbatschow sagte über unsere Referentin, es lohnt sich, ihr Gehör zu schenken. Sie betreibt einen integren Journalismus, ohne den Demokratien nicht existieren können. Wir sind sehr stolz, dass sie heute Abend hier ist. Ein ganz herzliches Willkommen an eine Ausnahmejournalistin. Ein ganz herzliches Willkommen an Dr. Gabriele Krone-Schmalz. Ich grüße Sie alle recht herzlich. Was für eine schöne Begrüßung. Geht das so? So komme ich an da hinten, ne? Okay. Also zumindest tonmäßig. Als ich die Anfrage bekam, aus Anlass des 90. Geburtstags von Michail Gorbatschow einen Vortrag zu halten hier, habe ich nicht lange überlegen müssen. Ich habe sofort zugesagt. Denn unter all den Persönlichkeiten, die ich im Laufe meines beruflichen Lebens getroffen und gesprochen habe, ist er die beeindruckendste aus vielen Gründen. Dann kam noch der Hinweis, ich solle auch von meinen zahlreichen persönlichen Begegnungen erzählen. Das tue ich natürlich gerne, mit besonderem Vergnügen und offen gesagt auch mit ein bisschen Stolz. Aber es geht um Michail Gorbatschow und nicht um mich. Und wenn man ins Erzählen kommt, dann kann das schon mal leicht kippen. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, die richtige Balance zu finden, diesem Phänomen gerecht zu werden mit Analysen und persönlichen Geschichten. Ich denke mal, biografische Details aller Lebenslauf sind heute Abend nicht gefragt, sondern eine Einordnung seiner politischen, vor allem seiner geopolitischen Rolle während seiner Amtszeit, zunächst als Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und später dann als erster sowjetischer Präsident. Und da trifft es sich natürlich sehr gut, dass ich genau zu diesem Zeitpunkt Korrespondentin in Moskau war, von 1987 bis 1991. Das heißt, ich kam an meinen Arbeitsplatz in die Sowjetunion, als Gorbatschows Perestroika-Politik so gerade an zu wirken fing, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Er hatte ja 1985 begonnen. Und ich bin gegangen, als Boris Jelzin Gorbatschow auf unrühmliche Weise abgelöst hat. Dazu später mehr. Die 80er Jahre waren ja noch geprägt von Konfrontationsdenken zwischen West und Ost. Stichwort Kalter Krieg. Vom Gleichgewicht des Schreckens war die Rede, angesichts des atomaren Bedrohungspotenzials auf beiden Seiten.
Ich hätte nie gedacht, dass wir da wieder hinkommen, in dieses Konfrontationsdenken. Und für Gorbatschow ist die derzeitige Situation einer Eiszeit kälter als im Kalten Krieg, eine maßlose Enttäuschung. Doch eins nach dem anderen. Untrennbar verbunden mit dem Namen Gorbatschow ist natürlich die deutsche Vereinigung. Und die Älteren von Ihnen werden sich sicher noch an die euphorischen Gorbi-Gorbi-Rufe erinnern, mit denen er überschwänglich gefeiert wurde, zu Recht. Und ich habe heute noch eine Postkarte, eine Ansichtskarte, auf der ein etwas ratlos wirkender Nikolaus sitzt, der einen Engel fragt, was schenke ich denn dieses Jahr um Himmels Willen den Menschen zu Weihnachten? Und der Engel antwortet, noch ein Gorbi. Wir könnten heute gut ein paar Gorbis gebrauchen. Mutige, selbstlose, verantwortungsbewusste, intelligente Politiker. Die laufen leider weltweit nicht haufenweise rum. Um auf die deutsche Vereinigung zurückzukommen, ohne Gorbatschow und seine weitblickende, intelligente Politik hätte sie ja niemals stattgefunden. Und man sollte sich das folgende mal ins Gedächtnis rufen. In einer Zeit, in der in seinem eigenen Land ein gewaltiger Umbruch im Gange ist, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, läuft in der DDR alles aus dem Ruder, drängt nach Westen, zumindest nach Öffnung, und die sogenannte Schutzmacht Sowjetunion lässt ihre Soldaten im entscheidenden Moment in den Kasernen. Nur noch mal zur Erinnerung. Zu dieser Zeit waren in der DDR etwa 500.000 sowjetische Soldaten stationiert. Es wäre ein leichtes gewesen, da reinzuhauen, dazwischen zu gehen. Allerdings vermutlich nicht, ohne ein gewaltiges Blutbad anzurichten. Jedenfalls waren die politischen Weichenstellungen Gorbatschows dafür verantwortlich, dass da nichts passiert ist. Er hat damals alles riskiert, für seinen politischen Traum von einem europäischen Haus. Ziemlich genau vor 31 Jahren, im Dezember 1990, bekam Michail Gorbatschow, man möchte sagen folgerichtig, in Oslo den Friedensnobelpreis verliehen. Da war er 59. Ich bin ein Anhänger von Authentizität und deshalb werde ich Ihnen jetzt kurz etwas vorlesen, das ich damals für eine deutsche Programmzeitschrift dazu geschrieben habe. Erinnern Sie sich noch? Männer in der westlichen Welt konnten es einfach nicht glauben, überboten sich mit Warnungen vor dem neuen sowjetischen Führer Michail Gorbatschow. Das ist gar nicht lange her. In dieser Woche wird Michail Gorbatschow in Oslo der Friedensnobelpreis überreicht. Und alle wissen, dass dieser Mann ihn verdient. Dieser Mann, der im persönlichen Kontakt seine schärfsten Kritiker von der Aufrichtigkeit seiner Absichten überzeugen konnte, ob sie Ronald Reagan oder Helmut Kohl hießen, der im eigenen Land Demokratie durchsetzt, wissend, auf welchem gefährlichen Grat er sich bewegt, der überall in der Welt verstanden wird, wenn er sagt, es ist nur eine Welt, die wir da aufs Spiel setzen. Also lasst uns vernünftig mit ihr umgehen. Der mit seiner Art von Politik dafür sorgt, dass Undenkbares möglich wird. Für mich, die ich ihn oft in Moskau hautnah miterlebe, ist Michail Gorbatschow ein großes Rätsel. Mir ist unbegreiflich, wie er dieses tägliche Pensum an Weltpolitik und dann noch den ständigen Kampf mit den Riesenproblemen im eigenen Land überhaupt noch physisch und psychisch verkraftet. So überraschend wie sein persönliches politisches Engagement, so ungewöhnlich ist der Mensch, Michail Gorbatschow. Er gibt nicht nur mit Worten Hoffnung und Zuversicht, er strahlt sie geradezu aus. Nie wird man ihm die Sorgen ansehen, die ihn so sehr in Anspruch nehmen. Seine hohe Stirn hat keinen Platz für Sorgenfalten. Nie vermittelt er Zweifel. Er geht einen geraden Weg und hat dabei viel Zeit zum Lächeln.
Mein persönlicher Eindruck von Michail Gorbatschow, ein Mensch, der sich ganz unkonventionell auf Neues einstellen kann. Bei ihm gibt es keinen Platz für kleinkariertes Gezänk. In der Auseinandersetzung beherrscht er eine Kultur, an der sich viele westliche Politiker ein Beispiel nehmen sollten, auch so mancher Politiker in Deutschland. Das war mein Beitrag in einer Programmzeitschrift. Die Freude in der Welt war riesengroß. In der Sowjetunion war man da eher zurückhaltend. Das haben viele im Westen bis heute nicht wirklich verstanden. Aber im Grunde ist es relativ einfach zu erklären. Während seine Politik im Westen für Erleichterung gesorgt hat, Abrüstung, Zusammenarbeit, Vertrauen statt Konfrontation, brach in der Sowjetunion an allen Ecken und Enden Chaos aus, weil sich alles änderte, vor allem auch wirtschaftlich, und verlässliche Strukturen sind systematisch weggebrochen. Selbst wenn diese Strukturen ungeliebt waren, aber sie waren wenigstens verlässlich und man hatte sich irgendwie eingerichtet. Dann mit Blick auf Geschichte und Ideologie unter Gorbatschow begann die Aufarbeitung der stalinistischen Vergangenheit, der stalinistischen Verbrechen, die Entzauberung Stalins, der immerhin das faschistische Deutschland besiegt hatte. Also nicht nur die Wirtschaft war nichts, die Geschichte war auch nichts. Dann Gorbatschow hat den Ostblock losgelassen. Er hat das Unterpfand des Sieges im Zweiten Weltkrieg, die DDR, weggegeben und hat auch noch zugelassen, dass das vereinte Deutschland von jetzt auf dann Mitglied im gegnerischen Militärbündnis NATO wurde. Und der mit dem Aufbruch versprochene Wohlstand, der stellte sich eben auch nicht auf Knopfdruck ein, ganz im Gegenteil. Die Versorgung brach erstmal komplett zusammen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die groß angelegten Hilfsaktionen des Westens. Die Lastzüge voller Hilfsgüter, die sich dann auf den Weg nach Moskau machten. Was für eine Demütigung der stolzen Sowjetunion. Mit all dem brachten und bringen Menschen in der Sowjetunion bzw. in Russland die bei uns so hochgelobte Perestroika-Politik in Verbindung. Sicher, er hat seinen Landsleuten auch etwas gebracht. Die Menschen kamen durch seine Politik überhaupt erst in die Lage, offen und angstfrei ihre Meinung sagen zu können, offen und angstfrei alles kritisieren zu können, wofür sie ihn anfangs ja auch regelrecht gefeiert haben. Aber das wurde dann schnell selbstverständlich und geriet als Errungenschaft in Vergessenheit. Um Ihnen einen Eindruck von den damaligen Zuständen zu vermitteln und gleich eine Analyse anzuschließen, ein weiteres Stück Authentizität von Dezember 1990, was, wie Sie gleich sehen werden, leider eine gewisse Aktualität bewahrt hat, allerdings nicht mit Blick auf die Versorgung. Die Berichterstattung damals war geprägt von Katastrophenszenarien nach dem Motto, wird Gorbatschow den nächsten Winter noch politisch überleben? Steht die Sowjetunion vor einem Bürgerkrieg? Man vergisst das alles so schnell. Aber man kann Gegenwärtiges nur verstehen, wenn man Vergangenes wenigstens ansatzweise kennt. Also springen wir in den Dezember 1990. Ab 1. Dezember gibt es nun auch in Leningrad Lebensmittelkarten, wie in so vielen anderen Städten und Gemeinden in der Sowjetunion. Die Hoffnung, dass sich damit die Grundversorgung regeln lässt, hat sich in der Provinz allerdings zum Teil nicht bestätigt. Die Menschen bekommen zwar ihre Coupons, aber es gibt nichts zum Einlösen. Der Leningrader Bürgermeister Sobchak hat gerade erst vor der Presse erklärt, er könne zurzeit nicht mal die Normen garantieren, die während der Blockade Leningrads im Zweiten Weltkrieg gegolten haben. Und in den Moskauer Zeitungen war zu lesen, dass ab 1. Dezember pro Person und Monat nur noch 1,5 Kilo Fleisch ausgegeben werden und 200 Gramm Butter. Die Experten streiten sich darüber, ob tatsächlich weniger Nahrungsmittel zur Verfügung stehen oder ob es nicht in erster Linie ein Verteilungsproblem ist, bei dem die schlechte Infrastruktur dieses riesigen Landes genauso eine Rolle spielt wie der veraltete Maschinenpark
und die zunehmende Korruption und Sabotage. Zeiten des Umbruchs sind immer Zeiten, in denen Schieber Hochkonjunktur haben, schon gar, wenn die staatlich festgesetzten Preise viel zu niedrig sind. Die Marktwirtschaft soll helfen. Bloß wie? Ob man das nun 500-Tage-Programm nennt, wie die Radikalreformer, oder regulierte Marktwirtschaft, wie etwa Ministerpräsident Ryzhkov, das sind alles nur Absichtserklärungen, die an den noch bestehenden alten Strukturen scheitern. Was soll ein Bauer mit Privatland, wenn er das, was er erwirtschaftet, nicht los wird, weil ihn die Kolchosen boykottieren? Und wer will in der jetzigen Situation, wo ohnehin alles drunter und drüber geht, riskieren, die Kolchosen auf einen Schlag aufzulösen? Von den Schwierigkeiten der praktischen Umsetzung mal ganz abgesehen. Es gibt noch einen anderen Grund, warum die Versorgung so schnell derart sich verschlechtert hat. Und der stellt den zweiten großen Problemkreis dar, die Spannungen zwischen den verschiedenen Völkern innerhalb der Sowjetunion. Den aufgestauten Hass einiger Nationalitäten gegen die Russen, die sich immer als Herrscher aufgeführt haben, muss man verstehen. Aber was sich auf dem Boden zurzeit entwickelt, geht über berechtigte Forderungen weit hinaus. Das hat nichts mehr mit Gleichberechtigung zu tun. Das ist fanatischer Nationalismus in gefährlichster Ausprägung. Im Gefolge dessen kommen einzelne Republiken ihren Lieferverpflichtungen nicht nach. Die über Jahrzehnte gewachsenen Wirtschaftsbeziehungen werden gekappt, aus dem lange unterdrückten Bedürfnis heraus, endlich selbst zu entscheiden. Für logische Überlegungen ist kein Platz. Jeder, der damit kommt, macht sich von vornherein zum Komplizen der Zentrale. Was als berechtigtes Anliegen begann, wächst sich zum Selbstzweck aus, wenn nahezu jeder Bergstamm sich neuerdings für selbstständig erklärt. Die Sowjetunion quält sich zurzeit mit dem Ergebnis verpasster Gelegenheiten herum. Aber im Nachhinein kann man das immer leicht sagen. Und es ist nicht sicher, ob radikalere Entscheidungen zu einem früheren Zeitpunkt wegen der anderen Machtverhältnisse damals nicht doch die gefährlichere Variante für die Perestroika gewesen wären. Die Frage nach dem politischen Überleben Michail Gorbatschows stellt sich natürlich immer wieder. Wir im Westen sollten uns nicht allzu sehr von den Meinungsumfragen beeindrucken lassen, nach denen Gorbatschows Ansehen immer weiter sinkt. Auch bei uns halten sich Politiker, die nicht beliebt sind. Darum geht es gar nicht. Die Kunst Gorbatschows bestand bisher darin, dass er eine mit Kompromissen gepflasterte Gratwanderung geschafft hat, wie sehr ihm das auch viele zum Vorwurf machen. Seine Chance liegt in eben dieser Kunst der Kompromisse. Ernsthaft alle demokratischen Kräfte am politischen Prozess zu beteiligen und dennoch mit Hilfe seiner Vollmachten Grenzen zu ziehen und Richtungen vorzugeben. Vielleicht ein Bild zum Schluss. In der Sowjetunion liegen genügend Minen aus, um in gewaltigen Explosionen Katastrophen anzurichten. Der Westen sollte lieber beim Minen suchen und Entschärfen helfen, statt ständig darüber zu spekulieren, ob und wann einer auf eine Mine tritt. Jetzt wieder neu. Gorbatschow hat übrigens in seiner Rede in Oslo die enormen Schwierigkeiten seines Landes detailliert geschildert, offen und rücksichtslos. Und wenn dann in einem Kommentar einer deutschen Zeitung dazu bedauernd festgestellt wird, der Kreml-Chef legt wieder kein schlüssiges Gesamtkonzept vor, um Demokratie und Marktwirtschaft in der UdSSR schnell und umfassend durchzusetzen. In Warschau, Prag und Budapest ist man da viel weiter. Wenn man das liest, dann ist bei der Betrachtung sowohl die Geografie als auch die Geschichte vollkommen außer Acht geblieben. Und es muss schon ein besonderes Weltbild dahinter stehen, das suggeriert, für jedes Problem im Maßstab 1:1 eine Modelllösung anbieten zu können, die ab dem Moment der Entscheidung reibungslos funktioniert. Es gab zu dieser Zeit auch hochrangige westliche Wirtschaftsfunktionäre, die vor einem weiteren wirtschaftlichen Engagement in der Sowjetunion gewarnt haben.
solange so eine halbherzige Politik betrieben werde und die Marktwirtschaft nicht beschlossene Sache sei. Der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass der Westen aus seiner neuen Lage keine einseitigen Vorteile ziehen dürfe, dass wir ein Szenario schaffen müssen, bei dem niemand als Verlierer dasteht. Wie wir heute wissen, ist das nicht gelungen. Als man Gorbatschow zum Ende seiner Amtszeit mal gefragt hat, was er sich denn vom Westen wünscht, hat er mit einem Wort geantwortet: Verständnis. Was die Auflösung der Sowjetunion betrifft, kaum einer hat noch auf dem Schirm, dass die politische Führung, Gorbatschow an der Spitze, schon Anfang des Jahres 1990 ganz offen darüber debattiert hat, dass die alte Sowjetunion möglicherweise gar nicht mehr den derzeitigen Erfordernissen entspreche, dass man ganz andere Formen einer lockeren Föderation in Erwägung ziehen müsse oder sich früher oder später möglicherweise ganz auf das russische Kernland konzentrieren solle und die Republiken in die Unabhängigkeit entlassen solle. Auf jeden Fall war die Umstrukturierung der Sowjetunion frühzeitig ein wichtiges Thema. Und einer der Trugschlüsse, die im Westen weit verbreitet waren und sind, lief darauf hinaus, man müsse nur alle, die es wollen, in die Selbstständigkeit entlassen und schon lösen sich sämtliche Nationalitäten Probleme auf, die Ende der 80er Jahre aufkeimten. Dabei war die Situation, mit der es Gorbatschow zu tun hatte, weitaus komplizierter. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele, weil das auch beim Begreifen heutiger Konflikte hilft. Nehmen Sie Armenien und Aserbaidschan. Diese beiden Republiken verstehen sich auch als selbstständige Staaten nicht besser, eher im Gegenteil. Das gängige Denkmuster im Westen, damals und im Grunde auch heute, lautet: Jede Abspaltungsbewegung von Moskau ist per se ein Fortschritt, weil das ja was mit Freiheit zu tun hat. Ein besonders gravierendes Beispiel ist da Georgien. Schon 1989 tobte dort ein Konflikt, der Tote und Verletzte forderte. Die Zahl der Opfer ging in die Tausende. Aber bei uns im Westen war kaum etwas darüber bekannt. Und zwar ging es damals schon um den Streit zwischen Georgien und Südossetien. Südossetien war ein autonomes Gebiet innerhalb von Georgien. In der allgemeinen Aufbruchsstimmung haben sich die Osseten damals dann auch gleich für souverän erklärt und sind dabei auf den erbitterten Widerstand der Georgier gestoßen. Diese machten den Osseten dann auch ihren autonomen Status streitig. Ja, das wurde per Gesetz einfach abgeschafft, diese Autonomie. Die georgische Zentrale verhängte den Ausnahmezustand und begann mit der Belagerung der südossetischen Hauptstadt Sinwali. Das war der Beginn eines verlustreichen Stellungskrieges mit Terroranschlägen von beiden Seiten. Mit den gegenseitigen Grausamkeiten werde ich Sie verschonen. Es kam zu Flüchtlingsströmen. Dringend benötigte Lebensmittel wurden nicht nach Südossetien geliefert. Die Energielieferungen wurden auch im Winter unterbrochen und die medizinische Versorgung war in einem besonders erbärmlichen Zustand. Und ausgerechnet die Georgier, deren Freiheitsdrang im Westen auf so viel Sympathie stieß, benahmen sich so und duldeten innerhalb ihrer eigenen Republik keinerlei Abspaltungsbewegung, obwohl sie selbst bedingungslos aus der Sowjetunion heraus wollten und auch nicht bereit waren, sich an irgendeiner Übergangsregierung zu beteiligen. Es ist ein bisschen ein Déjà-vu. Damals sprachen westliche Kommentatoren davon, dass die Opposition gegen die georgische Regierung von der Moskauer Zentrale gesteuert sei. Und das ist ja auch heute das gängige Muster. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Heute wie damals. Es darf einfach nicht sein, dass Moskau mal besser dasteht als das nach Freiheit, was immer das ist, oder die nach Freiheit strebende Republik. Sie kennen das schon mit der Authentizität. Zwei ganz kleine Abschnitte eines Vortrags, den ich im Dezember 1991 gehalten habe.
Was die Autonomiebestrebungen insgesamt angeht, so ist im Grunde eine absurde Situation eingetreten. Es gehört quasi zum guten Stil. Man ist sozusagen nur dann in, wenn man sich für selbstständig erklärt. Und man kann sicher sein, dass man dafür im Ausland Beifall bekommt, wo man im Zweifel keine Ahnung von den Details hat, die für die Existenz der einen oder der anderen Republik ausschlaggebend sind. Der wahrlich historische Prozess in der Sowjetunion macht neben vielem anderen eben auch Folgendes ganz deutlich. Unsere Wertmaßstäbe, unsere Verhaltensmuster, unsere Denkschemen taugen nicht für das wirkliche Begreifen, was da vorgeht. Ein Schritt wäre sicher, dass auch wir, so wie wir das von der Sowjetunion umgekehrt verlangen, frei von ideologischen Barrieren Entwicklungsprozesse in der Sowjetunion einfach mal zur Kenntnis nehmen, statt sie immer nach einer Zensurskala Made in Germany oder Made in the West benoten zu wollen. Und was noch fataler ist, so zu tun, als wüssten wir ganz genau, wie es ging. Dankeschön. Fassen wir doch mal zusammen, mit welcher Situation es Gorbatschow zu tun hatte. Das war ja weit mehr als Reform, was er da in Angriff genommen hat. Das waren ja Revolutionen und im Grunde drei gleichzeitig. Die erste Revolution von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Die zweite Revolution von der Diktatur der kommunistischen Partei zur Demokratie. Und die dritte Revolution von der Sowjetunion zum Nationalstaat. Abgesehen von den damit verbundenen ganz praktischen Problemen gab es noch ein sehr großes Obendrauf. Die hochgestochenen Erwartungen. Sowohl im Inneren als auch im Ausland. Dem Westen ging das alles nicht schnell genug mit dem Umbau der sowjetischen Gesellschaft und auch Wirtschaft. Wir haben enorm gedrängelt und in der Regel Kredite davon abhängig gemacht, dass irgendwo mal wieder ein kommunistischer Zopf abgeschnitten wurde, ohne Rücksicht darauf, was dann an dessen Stelle gesetzt werden konnte. Abläufe müssen ja funktionieren und dafür braucht man Strukturen. Und den Menschen in der Sowjetunion ging es verständlicherweise auch nicht schnell genug. Irgendwann leidet die Motivation, sich schwierige Lebensbedingungen anzutun, wenn man kein Land sieht und sich damit trösten soll, dass vielleicht mal die Kinder oder die Enkel die Früchte dieses revolutionären Umbaus ernten. Andererseits, und das sollte man nicht unterschätzen, andererseits muss man bedenken, was man alles dadurch falsch machen kann, die Dinge überhastet anzugehen und einer Gesellschaft irgendetwas zwanghaft zu verordnen, überzustülpen, was die noch nicht verträgt. Das war das Dilemma, mit dem sich Gorbatschow herumschlagen musste. Und zwar nicht für ein kleines, überschaubares Staatsgebilde, sondern für das größte Land der Erde, das sich über 11 Zeitzonen erstreckt. Um sich als jemand, der in einem Land mit einer Zeitzone lebt, eine Vorstellung davon zu machen, was das heißt, wenn Sie sich 11 Zeitzonen Richtung Westen denken, dann landen Sie auf Hawaii. Und alles dazwischen ist ein Land. Gorbatschow hatte nicht nur mit all diesen ganz praktischen, handfesten Problemen zu kämpfen und dafür zu sorgen, dass es friedlich blieb, eine grandiose Leistung im Übrigen, dass es gelungen ist, dieses verkrustete Gebilde Sowjetunion im Wesentlichen unblutig aufzubrechen. Denken Sie nur an den Zerfall des kleinen Jugoslawiens, der mit einem jahrelangen verlustreichen Krieg verbunden war. Das, noch dazu in sowjetischen Dimensionen, im Wesentlichen unblutig hinzukriegen, das war alles andere als selbstverständlich. Das hätte uns allen um die Ohren fliegen können. Also, Gorbatschow hatte nicht nur mit all diesen handfesten Problemen zu kämpfen, sondern musste sich auch noch mit der besserwisserischen Kommentierung aus dem Westen herumschlagen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel.
Die Bergarbeiter in Westsibirien haben wegen der katastrophalen Versorgungslage gestreikt. Die haben lange gestreikt. Ich habe mehrfach von dort berichtet. Die Notenpresse anzuschmeißen und ihnen mehr Geld zu geben, hätte nichts gebracht. Denn damit hätten sie sich die Wände tapezieren, aber nicht mehr zu essen kaufen können. Es gab einfach nichts. Was das heißt, können sich hier vermutlich viele nicht wirklich vorstellen. Als die Streiks dann wochenlang dauerten und auch noch die Versorgung mit Kohle gefährdet war, kurz vor dem Winter, und die Winter in Russland sind andere als hier, hat sich Gorbatschow mit dem Gedanken getragen, das Streikrecht auszusetzen. Das hat er dann nicht gemacht, aber die Reaktionen aus dem Westen, die waren vernichtend. Und er hing ja vom Wohlwollen des Westens ab, wegen der Kredite. Menschen in überschaubaren, durchstrukturierten Wohlstandsländern, wie das in der Regel im politischen Westen der Fall ist, können sich nicht vorstellen, was dieser revolutionäre Umbau, der ja im Übrigen längst nicht abgeschlossen ist, wie auch, was dieser revolutionäre Umbau für die Menschen und für den Staat praktisch bedeutet hat. Und das hat Gorbatschow moderiert und ausgehalten. Und dann kam der 19. August 1991, der Putsch. Kein Militärputsch, wie ihn diejenigen im Westen vor Augen hatten, die in den Jahren zuvor immer von einem drohenden Putsch geredet haben. Es war ein versuchter Staatsstreich, inszeniert von einer kleinen Clique Altkommunisten, darunter auch der Chef des KGB, die durch die Perestroika-Politik ihre Fälle davon schwimmen sahen. Gorbatschow und seine Familie wurden auf der Krim festgehalten, als sie dort gemeinsam Urlaub machten. Sie hatten keinerlei Kontakt zur Außenwelt und mussten damit rechnen, dass sie das nicht heil überleben. Aber die Machtübernahme der Putschisten klappte nicht, weil die Menschen in Moskau sich das nicht gefallen ließen und sich sogar den aufgefahrenen Panzern in den Weg stellten. Und nicht wenige Militärs haben sich auch verweigert. Und Sie erinnern sich vielleicht an die Bilder, als Jelzin vor dem Weißen Haus einen Panzer beklettert hat und von dort die Menschen aufgefordert hat, sich zu wehren. Nach 3 Tagen war der Spuk vorbei und weltweit hieß der gefeierte Held Boris Jelzin. Keine Frage, um da Missverständnissen vorzubeugen, Jelzin hat in diesen 3 Tagen des Putsches eine ganz wichtige Rolle gespielt. Aber das konnte er nur, weil Gorbatschow eine verdammt solide Basis gelegt hatte. Ihm war es gelungen, demokratische Strukturen jedenfalls im Ansatz zu etablieren. Und, mindestens genauso wichtig, den Menschen klarzumachen, dass das ein schützenswertes Gut ist. Man hat Gorbatschow oft vorgeworfen, diesen Putschversuch dadurch begünstigt, ja geradezu provoziert zu haben, dass er nicht entschlossen genug gewesen sei, dass er über Jahre hinweg nur eine sehr halbherzige Politik betrieben habe. Das kann man natürlich auch anders sehen. Und ich sehe das anders. Nach meinem Eindruck war die Gefahr wesentlich größer, durch kompromissloses Vorwärtspreschen à la Jelzin, durch Überforderung weiter Teile der sowjetischen Gesellschaft, einen solchen Putsch zu einem Zeitpunkt zu riskieren, als das Volk die demokratischen Strukturen noch nicht so zu schätzen wusste. Unter anderem, weil sie noch zu sehr in den Anfängen steckte und weil man sich noch nicht so traute. Es galt, besagte solide Basis zu schaffen. Und dass das gelungen ist, ist eindeutig das Verdienst von Michail Gorbatschow. Jetzt wieder ein Stück Authentizität. Geschrieben 1992 für eine Fachzeitschrift und auch wieder mit einem, auch für mich, überraschenden Aktualitätsbezug. Was wir hier im Westen nur allzu gern vergessen, weil es möglicherweise nicht in unser Wertesystem passt, ist Folgendes. Es ist ein Trugschluss anzunehmen, alle Menschen in der ehemaligen Sowjetunion oder jetzt in der GUS stünden in den Startlöchern, um vom Kommunismus zum Kapitalismus zu konvertieren. So ist das nicht. Man hat diesen Menschen jahrzehntelang ein Feindbild eingehämmert.
Man hat ihnen sehr erfolgreich Angst gemacht vor einem System, das sie jetzt als Allheilmittel für alle ihre Sorgen und Nöte akzeptieren sollen. Natürlich gibt es so etwas wie Furcht, wenn Sie so wollen, vor dem Ausverkauf russischer traditioneller Werte oder auch der ursprünglichen Ideale des Kommunismus. Das muss man nicht bewerten, aber man muss es zur Kenntnis nehmen. Ein verantwortungsvoller Politiker, der sich diese gigantische Umwandlungsaufgabe vornimmt, und zwar ohne Blutvergießen zu riskieren, hat das zu berücksichtigen. Der gescheiterte Putsch hat in beinahe tragischer Weise ambivalent gewirkt. Einerseits hat er viele Menschen neu motiviert, ihnen ein Erfolgserlebnis verschafft. Das hatten sie lange nicht. Es hat ein bisschen Stolz an die Stelle von Scham- und Minderwertigkeitskomplexen treten lassen. Also eine prima Ausgangssituation zum Ärmel hochkrempeln und loslegen. Denn die Perestroika-Bremser waren mit einem Schlag out und die Reformbefürworter waren mit einem Schlag in. Andererseits beginnt mit dem gescheiterten Putsch die Zeit der Maximalforderungen, ohne Rücksicht auf irgendwas. Im Windschatten der neuen Zeitrechnung und mit dem gescheiterten Putsch beginnt eine solche, lässt sich unter dem Etikett Demokratie und Freiheit alles fordern, auf was man bislang verzichten musste und was man nun dringend nachholen will. Wer vorsichtig darauf aufmerksam macht, dass totaler Autoritätsverfall nicht unbedingt etwas mit Freiheit zu tun hat, dass Demokratie und Anarchie zwei Paar Schuhe sind, der wird als ewig Gestriger diffamiert. Ohne unzulässige Parallelen ziehen zu wollen. Wladimir Putin hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit betont, auch das kann man nachlesen, wie wichtig eine Zivilgesellschaft in einer Demokratie ist. Er hat auch solche Sätze gesagt wie, eine Demokratie entsteht nicht über Nacht, womit er ja nicht Unrecht hat. Und heute verkümmern demokratische Ansätze und Teile der Zivilgesellschaft haben es sehr schwer, sich Gehör zu verschaffen. Könnte man das nicht gerade im Rückgriff auf die Perestroika-Zeit Gorbatschows mal zum Anlass nehmen, selbstkritisch darüber nachzudenken, was wir, der politische Westen, hätten besser machen können? Nicht unter dem Stichwort Einmischung, sondern vielleicht unter dem Stichwort wohlwollende Beobachtung. Aber das würde einen Perspektivwechsel voraussetzen. Das würde voraussetzen, sich in die Lage der anderen hineinzuversetzen, hineinzudenken, vielleicht auch hineinzufühlen, bevor man bewertet. Um die Situation besser verstehen zu können. Verstehen im Sinne von begreifen, nicht unbedingt im Sinne von akzeptieren. Und das hat weder unter Gorbatschow noch unter Putin stattgefunden. Westliche Politik und westliche Medien haben fast immer mit unseren Maßstäben gemessen, was ja schon unter normalen Umständen nicht wirklich funktioniert. Aber in Phasen revolutionärer Umgestaltung fremder Gesellschaften, fremd im doppelten Sinne, kann es nicht funktionieren. Meine These mit Blick auf die heutige russische Gesellschaft lautet, hätte der politische Westen den russischen Präsidenten Putin in seiner ersten und zweiten Amtszeit respektiert und hätte ihm eine Chance gegeben, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, dann sähe das heute anders aus in Russland. Denn eine Gesellschaft, die sich respektiert fühlt, die sich eingebettet und nicht umzingelt und bedroht fühlt, die kann sich zwangsläufig freier entwickeln. Zurück ins Jahr 1991 nach dem gescheiterten Putsch. Als Gorbatschow zusammen mit seiner Familie aus der Gefangenschaft auf der Krim nach Moskau zurückgekehrt war, sah man ihm und seiner Frau die Strapazen deutlich an. Später meinte er auch, diese Zeit habe die Gesundheit seiner Frau nachhaltig ruiniert. Das ist vermutlich auch so. Jedenfalls kam es dann zu einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt von Gorbatschow und Jelzin vor dem Volksdeputiertenkongress. Und die Welt war live dabei.
Dieser Auftritt zeigte auf unappetitliche Weise, dass Jelzin das Format eines Staatsmannes fehlte. Er nutzte die Situation, Gorbatschow regelrecht vorzuführen und sich als den neuen mächtigen Mann zu präsentieren. Jelzin hatte durch eine überaus geschickte Regie den Eindruck erweckt, als seien sensationelle Beschlüsse, auf die er und Gorbatschow sich vorher geeinigt hatten, gerade erst Gorbatschow sozusagen vor den Augen der Weltöffentlichkeit abgerungen worden. Jelzin wollte Gorbatschows Demütigung und zelebrierte sie. Das Infame, er inszenierte sie genauso, wie er das als kommunistischer Provinzfunktionär gelernt hatte. Den russischen Abgeordneten stand bei dem Trauerspiel nur die Häme im Gesicht. Ich werde diese Bilder nie vergessen. Und den meisten deutschen bzw. westlichen Korrespondenten und Kommentatoren fiel dazu nichts anderes ein, als zu sagen, Jelzin der neue Mann. Die Ära Gorbatschows scheint sich dem Ende zuzuneigen, weil der die Zeichen der Zeit nicht begriffen hat. Es interessierte uns hier dann überhaupt nicht, dass Jelzin sofort reihenweise kommunistische Zeitungen verbot, die gesamte kommunistische Partei per Dekret ausschaltete. Mit Demokratie hatte das dann nicht mehr so viel zu tun, aber er fühlte sich vom Zeitgeist getragen und vom Westen unterstützt und Gorbatschow wanderte sozusagen auf den Müllhaufen der Geschichte. Warum vergessen Menschen so schnell? Warum haben wir zum Beispiel so schnell vergessen, dass es in der Sowjetunion doch ausgerechnet die Spitze der kommunistischen Partei war, die mit der Perestroika begann, nicht der Druck des Volkes, wie in den meisten Ländern des ehemaligen Ostblocks. Die Sowjetunion hatte auch einen qualitativen Unterschied zu überwinden. Die hatten nicht den großen Bruder, auf den sie alles schieben konnten. Sie waren der große Bruder. Sie mussten bei sich selber anfangen. Als Gipfel der Geschichtsklitterung habe ich es empfunden, wenn es nach 1991 immer wieder hieß, Gorbatschow sei mit seiner Politik gescheitert. In einem Vortrag vom 4. Mai 1992 habe ich mir Luft gemacht. Und daran möchte ich Sie jetzt teilhaben lassen. Etwas Dümmeres oder Verlogeneres habe ich selten gehört. Womit denn gescheitert? Der Westen träumt seit Jahren, seit Jahrzehnten davon, dass die zentralistisch und menschenverachtend geführte Sowjetunion dezentralisiert und demokratisiert werden soll. Dann zerbricht die alte, verhasste Sowjetunion und wir reden von Scheitern. Da beendet jemand den Kalten Krieg, entlässt ganze Staaten in die Freiheit, verbietet den Schnüffelterror der Geheimdienste, beginnt damit, die Kommandowirtschaft einzureißen, stellt alle Weichen zum Besseren. Und das nennt man dann Scheitern? Hat denn wirklich jemand geglaubt, dass dieser gigantische Umgestaltungsprozess ein Spaziergang werden kann? Wie kann man annehmen, dass ein Land, das schon nach den alten Regeln schlecht funktioniert hat, nun plötzlich nach neuen Regeln, die noch kaum einer richtig verstanden hat, das kann man ja auch niemandem vorwerfen, reibungslos funktionieren soll. Bei einem Gipfeltreffen der 11 GUS-Republikchefs Anfang dieses Jahres sagte der weißrussische Gastgeber, wir alle müssen eingestehen, dass es viel schwieriger ist, aufzubauen als einzureißen. Das hört sich simpel an, trifft aber genau den Kern. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der Westen so drängelte, hat man in der ehemaligen Sowjetunion eine Menge eingerissen, ohne etwas Funktionsfähiges Neues an die Stelle zu setzen. Es ist nicht damit getan, dass man sich vom Zentralismus verabschiedet, weil das plötzlich angesagt ist, wenn danach überhaupt nichts mehr übrig bleibt, das einen halbwegs vernünftigen Ablauf alltäglicher Erfordernisse gewährleistet. Auch das machte die Menschen so mürbe. Den meisten ging es zwar früher auch nicht besonders, aber die Zerstörung der Strukturen, in denen man sich auskannte und eingerichtet hatte, das ging an den Nerv. Gorbatschow hat noch einen Monat vor dem Putsch, als man ihn mal wieder für alle Miseren des Landes verantwortlich machte, gesagt, ihr könnt mich erschießen und nichts wird sich ändern. Anders ausgedrückt,
Der Mensch muss erst noch geboren werden, der es schafft, in der vom Volk gewünschten kurzen Zeit dieses in Grund und Boden ruinierte Land wieder aufzurichten. Seit aus der ehemaligen DDR die neuen Bundesländer geworden sind, haben viele von uns eine etwas plastischere Vorstellung davon, wie gründlich man ein Land abwirtschaften kann. Wie schwierig es ist, alles gleichzeitig in Angriff zu nehmen. Wie viel soziale Sprengkraft entsteht. Wie viele unpopuläre Maßnahmen lebensnotwendig sind. Welch grandioser Nährboden für kriminelle Energie die Zeiten des Umbruchs sind. So, und nun potenzieren Sie das mal. Es handelt sich nicht um 17 Millionen Menschen, es handelt sich um knapp 300 Millionen Menschen, deren Riesenreich sich über 11 Zeitzonen erstreckt. Es handelt sich nicht um eine Nationalität, es handelt sich um über 100 Nationalitäten mit ebenso vielen Sprachen. Und es handelt sich um eine völlig andere Geschichte. In der ehemaligen Sowjetunion ist man von der autoritären Zarenherrschaft gleich in den totalitären Kommunismus gerutscht. Da gibt es nichts, worauf man aufbauen könnte in puncto Freiheit und Demokratie und freies Wirtschaften. Es wird immer klarer, dass dieser weltweit beispiellose, gigantische Prozess nicht auf Knopfdruck funktionieren kann. Ganz gleich, wer da die Knöpfe drückt, ob der Michail Gorbatschow, Boris Jelzin oder Ivan Ivanovich heißt. Das musste damals einfach raus. Und ich denke, es ist auch heute noch ganz hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, welch weiten Weg dieses Land schon gegangen ist. Was mich bis heute regelrecht schmerzt, ist die Art und Weise, wie der Westen auch Deutschland Gorbatschow hat fallen lassen, nachdem Boris Jelzin am Ruder war. Dem passte das nicht, dass man so freundlich mit Gorbatschow umging. Und um dem neuen Machthaber im Kreml zu gefallen, kam es zu sehr verletzenden Handlungen. Beispielsweise wurde Gorbatschow zum Feiertag der deutschen Einheit zunächst eingeladen und dann auf Wunsch von Herrn Jelzin wieder ausgeladen. Ohne Gorbatschow und seine unermüdliche und intelligente Politik auf diesem Gebiet hätte es überhaupt keine deutsche Vereinigung gegeben. Oder ein Blick auf seine Innenpolitik. Man muss ja noch mal daran erinnern, dass Gorbatschow gleich zu Beginn seiner Amtszeit als Generalsekretär einen neuen Unionsvertrag angekündigt hat. Er, nicht Boris Jelzin, hatte ja die Pläne zum Umbau der Sowjetunion. Eine andere Union, in der die Republiken viel mehr Selbstständigkeit bekommen sollten, aber natürlich auch weiterhin, nach dem Vorbild der EU, zusammenarbeiten. Jedenfalls hat er gleich zu Beginn die Überzeugung vertreten, dass die Sowjetunion in ihrer alten Form weder überlebensfähig noch erhaltenswert ist. Das kann man nachlesen. Als Generalsekretär der Kommunistischen Partei war das etwas schwierig umzusetzen, aber sobald er sowjetischer Präsident war, stand das ganz oben auf seiner Agenda. Und ich kann mich noch gut erinnern, als er dann von einer 5-jährigen Übergangsfrist sprach, die man dafür braucht, da haben alle auf ihm herumgehackt. In seinem Land sowieso, aber bei uns im Westen eben auch. Das sei ja nur eine besonders infame Form von Hinhaltetaktik. Wenn man bedenkt, dass man beispielsweise innerhalb der EU für wesentlich unkompliziertere Vorgänge locker das Doppelte an Zeit einkalkuliert, dann wird vielleicht im Ansatz deutlich, um welch andere Qualität es sich handelt, um welch andere Dinge es sich da handelt. Selbst für eine vergleichsweise so kleine Operation wie die Verlegung des Regierungssitzes von Bonn nach Berlin haben wir uns 10 Jahre Zeit gelassen. Und es gibt immer noch Regierungsstellen in Bonn. So viel zum Stichwort Halbherzigkeit. Diese geplanten 5 Jahre hatten wahrlich nichts mit Hinhaltetaktik zu tun. Das war Realpolitik, die sich allerdings dann, so vernünftig sie auch sein mag, nicht durchsetzen lässt, wenn die Partner keinen Funken Vertrauen mehr zueinander haben. Und wer keinen Rückhalt im eigenen Land hat, der kann so eine gigantische Aufgabe nicht mehr bewältigen. Ganz gleich, was er sagt, das will niemand mehr hören. Wie unlogisch und auch wie ungerecht es da mit Hilfe von Journalisten zugeht, möchte ich Ihnen noch an 2 Beispielen zeigen. Als Gorbatschow davon sprach,
dass sich die Republiken, die sich einer erneuerten Union nicht anschließen wollen, dass die sich auf Weltmarktpreise einstellen müssen für Rohstoff- und Energielieferungen, und zwar in Devisen, dann nannte man das Erpressung. Als Jelzin dann später genau das Gleiche tat, da hieß das plötzlich Entschlossenheit. Als sich Gorbatschow mit zusätzlichen Vollmachten ausstatten ließ, um seine Politik wirkungsvoller durchsetzen zu können, da haftete man ihm das Etikett Diktator an. Allen voran Boris Jelzin. Aber kaum saß Jelzin im Amt, da hat er vom Parlament exakt die gleichen Vollmachten gefordert und auch bekommen, hat auch noch einen Schlag draufgelegt. Und kein Mensch hat ein Wort darüber verloren. Von Diktator keine Rede. Ich bin Ihnen ja noch ein paar persönliche Geschichten schuldig. Während meiner Korrespondentenzeit bin ich Gorbatschow natürlich immer mal wieder begegnet, zu Presseterminen im Kreml, wenn deutsche Politiker zu Gast waren. Und das war im Rahmen der 2+4 Gespräche in Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung ziemlich häufig der Fall. Aber man durfte bei diesen Terminen keine Fragen stellen und man stand einfach mit dem Kamerateam da rum, mal mehr, mal weniger nah. Im Februar 1990, als über die deutsche Vereinigung immer wieder verhandelt wurde, gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass die Sowjetunion mit der NATO-Zugehörigkeit eines vereinten Deutschlands einverstanden sein könnte. Trotzdem äußerten sich einige deutsche Politiker in dieser Richtung sehr vollmundig. Von allem anderen mal abgesehen, machte man dadurch es Gorbatschow eigentlich ziemlich schwer. Jedenfalls wurde wild spekuliert. Ich hatte gleich zu Beginn meiner Zeit in Moskau einen Kollegen des DDR-Fernsehens kennengelernt, Stefan Kühnrich. Und wir haben uns immer wieder gegenseitig mit Bildmaterial ausgeholfen und natürlich diese hochspannende politische Lage diskutiert. Und uns beiden ging dieses Spekulative in den deutschen Medien ziemlich auf die Nerven. Zudem war Wahlkampf und das machte alles noch schlimmer. Ein sowjetischer Kollege meinte damals, wenn ihr schon ein gemeinsames deutsches Haus bauen wollt, dann muss das überlegt und solide gebaut werden. Ihr geht daran, als handelt es sich um eine Bretterbude. Und plötzlich war die Idee geboren, Michail Gorbatschow selbst zu befragen. Das hört sich heute so normal an, ja, völlig unspektakulär. Damals war das absolut undenkbar. Der sowjetische Staatspräsident hatte bis dahin nur einheimischen Journalisten Interviews gegeben. Allein die Frage danach verbot sich. Aber unsere Überlegung war, Gorbatschow könnte einem Ost- und einem West-Korrespondenten gleichzeitig seinen Standpunkt zu dieser NATO-Frage mitteilen und erläutern. Es gäbe auch keine zwischengeschalteten Instanzen. Und man könnte diese Information aus erster Hand dann in Ost und West zeitgleich senden. Das ist dann auch wirklich so passiert. Aber der Weg dahin, der war einigermaßen nervenzerfetzend. Wir haben dann einfach auf gut Glück einen Antrag gestellt und erfuhren wenige Tage später, Michail Sergejewitsch ist einverstanden, kommen Sie morgen in den Kreml. Und das wurde dann ein unglaublicher Kraftakt, weil es dort an Ort und Stelle noch den ganzen Tag hin und her ging. Es klappt, nein, es klappt nicht, bitte warten Sie, klappt nicht, so. Es war wirklich ziemlich furchtbar und ich habe diese Prozedur auch in einem meiner Bücher beschrieben. Jedenfalls war es dann irgendwann geschafft. Wir wurden in einen Saal gebeten und Gorbatschow sah aus wie das blühende Leben. Er kam freundlich lachend auf uns zu und empfing uns mit der Bemerkung, ah, ihr beiden habt euch schon vereinigt. Gorbatschow hatte, das hat es vorher ja nicht gegeben. Unsere beiden Botschaften wären nie begeistert gewesen, wenn wir gemeinsam etwas gemacht hätten. Also wir hatten uns schon vereinigt. Gorbatschow hatte eine Art, dass von Anfang an eine angenehme und regelrecht entspannte Atmosphäre herrschte. Und ich habe damals dazu, zu dieser Situation, Folgendes geschrieben. Nachdem mir meine erste Frage so gelungen war, wie ich mir das gewünscht hatte, ließ meine innere Anspannung nach.
Ich genoss den intensiven Blickkontakt und mir wurde blitzartig klar, dass es kaum möglich ist, sich der Ausstrahlung dieses Mannes zu entziehen. Das ist im Übrigen durchaus keine Frage des Geschlechts. Da kommt gleich noch was zu. Jetzt wieder original. Ein glaubwürdiger, sympathischer Politiker, dachte ich bei mir. Und wie kann jemand trotz dieser unmenschlichen Arbeitsbelastung und dieses ungeheuren Drucks angesichts der Probleme der Sowjetunion so unverschämt gut aussehen? Leicht gebräunt, kein Fältchen, ausgeruht und ein offener Blick aus wirklich sehr schönen braunen Augen. Keine Spur von Nervosität oder Hetzerei, obwohl doch schon die nächsten Termine drängten. In keiner Phase des Gesprächs gab er uns das Gefühl, im Grunde keine Zeit für uns zu haben. Er weiß, wie er wirkt, denke ich mir. Und er genießt es. Aber vielleicht gehört ein gewisses Maß an Eitelkeit dazu, um dieser Aufgabe angenehme Seiten abgewinnen zu können und aus der Bestätigung, wenn schon nicht im eigenen Land, so doch wenigstens international, Kraft zu schöpfen. Auf dieses Interview bin ich heute noch stolz, das gebe ich offen zu. Und ich war nicht nur die erste Deutsche, sondern ich war einfach die erste Westliche. Von wegen keine Frage des Geschlechts, ne? Franz Josef Strauß, der langjährige bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende, hielt sich für ein paar Tage in Moskau auf und tönte vorher rum, er werde sich von diesem Kommunisten nicht einlullen lassen, wie so viele andere westliche Politiker. Ich habe Strauß dreimal interviewt während dieser Zeit, kurz nach seiner Ankunft auf dem Flughafen, wo er sich noch sehr herablassend und skeptisch äußerte. Dann in der Halbzeit seines Besuchs, da hörte er sich schon wesentlich nachdenklicher und zugänglicher an. Und zum Schluss des Besuchs war aus Strauß ein glühender Anhänger Gorbatschows geworden. Zu Hause musste er dann erstmal seine CSU davon überzeugen. Als ich schon wieder zurück in Deutschland war, gab es in Bonn 1992 eine hochkarätig besetzte Konferenz, in der es um wirtschaftliches Engagement in Russland ging. Und zu der war auch Gorbatschow eingeladen und man hat mir die Moderation anvertraut. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Gorbatschow mich gleich wiedererkennt, als wir zu einem Vorgespräch alle zusammenkamen. Ich will nicht ausschließen, dass meine Frisur eine gewisse Rolle gespielt hat. Jedenfalls ergaben sich dann im Umfeld dieser Konferenz intensive Gespräche zwischen ihm und mir über politische Perspektiven Europas inklusive Russland. Im Petersburger Dialog, einem Forum, das auf Initiative des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder und des russischen Präsidenten Putin im Jahr 2001 gegründet wurde, da war ich von Anfang an Mitglied im Lenkungsausschuss, im deutschen Lenkungsausschuss. Und Gorbatschow war von 2002 bis 2009 Leiter des russischen Lenkungsausschusses. Ihm und mir war immer Jugendaustausch sehr wichtig, einfach als Teil von Friedenspolitik. Und deutsch-russischen Jugendaustausch gab es nicht. Denn die deutsch-sowjetischen Gesellschaften, die funktionierten ja nicht mehr. Er hat sich sehr engagiert und nahezu kämpferisch dafür eingesetzt und ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Und seit 2006 gibt es wieder einen deutsch-russischen Jugendaustausch, wobei die Unermüdlichkeit Gorbatschows den größten Anteil daran hat. Wir sind uns immer wieder begegnet über die Jahre auf Konferenzen, auf Podiumsdiskussionen. Ich habe ihn in Moskau in seinem Büro besucht. Es war und ist ein herzliches, ich kann sagen nahezu freundschaftliches Verhältnis, auch zwischen Gorbatschow und meinem Mann. Und Michail Gorbatschow hat mich immer wieder in meiner Arbeit unterstützt. Und das Zitat auf meinem Buch »Russland verstehen, der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens« haben Sie ja freundlicherweise schon zitiert. Ich mache es, weil es so schön ist, nochmal. Zu meinem Buch, und das steht natürlich da hinten drauf, zu meinem Buch hat er geschrieben, es lohnt sich, Gabriele Krone-Schmalz Worten Gehör zu schenken. Sie betreibt einen integren Journalismus, ohne den Transparenz, also Glasnost, und Demokratie nicht existieren können. Und vor ein paar Jahren schon gab es einen offenen Brief von Gorbatschow an die deutsche Presse,
indem er mich gegen Angriffe in Schutz genommen hat. Jetzt wieder nur zu ihm. Gorbatschow hat in seiner Zeit als sowjetischer Generalsekretär und Staatspräsident alles riskiert, um die Welt friedlicher zu machen. Wenn er heute öffentlich Bilanz zieht, wirkt er erstaunlicherweise immer noch gefasst, um Vertrauen und Verständnis werbend. Aber wie Antje Vollmer war 11 Jahre lang Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, ist Mitglied der Grünen, allerdings ziemlich verzweifelt über deren martialische Außenpolitik. Wie Antje Vollmer von einem Gespräch im kleinen Kreis berichtet, an dem auch noch Egon Bahr teilgenommen hatte, Gorbatschow ist tief enttäuscht. Und sie schreibt über dieses Treffen: gemessen an seinem eigenen Einsatz für eine grundlegende Friedensordnung in Europa, habe der Westen nichts gewagt, nichts riskiert. Er habe nur genommen und nichts gegeben. Das grenze an Verrat und habe Vertrauen, das in Jahrzehnten mühselig gewachsen sei, zerstört. Ohne dieses zerstörte Vertrauen sei Putin nicht zu erklären. Ja, er sei das direkte Ergebnis dieses Prozesses. Putin habe Mühe genug gehabt, Russland vor dem völligen Staatsverfall in der Jelzin-Ära zu retten. Und weiter: trotz der großen Unterschiede zwischen beiden hat sich Gorbatschow niemals von Wladimir Putin distanziert. Das sollte den Deutschen wenigstens zu denken geben. Ich würde Sie ja gerne mit etwas fröhlicheren Gedanken zurücklassen, aber wir müssen damit leben, die Chancen, die uns die Politik Michail Gorbatschows geboten haben, nicht nur nicht genutzt, sondern mit Füßen getreten zu haben. Und ich kann Sie nur ermuntern, nach vorne zu schauen und sehr aufmerksam eine Außenpolitik zu verfolgen, der offenbar das Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit von Frieden abhanden gekommen ist. Ich danke, dass Sie mir so lange zugehört haben.